Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Schwert hier auf Mutsum LP. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin nach der Folge kurz auf Toilette gegangen, bin wiedergekommen und habe mir fast eine Lampe umgerissen. Die ist auf meinen Schreibtisch geknallt und die hat ein paar Gläser auf den Boden geschmissen. Oh, war das ein Durcheinander. So. Resident Rose erwartet dich bereits. Du triffst ihn im Restaurant Wellenflucht, hier in Kilton. Hier hast du seine Liga-Karte mit seinem Foto, nur falls du vergessen hast, wie er aussieht. Klar, für wie dumm hältst du mich? Du sortierst die Liga-Karte in dein Album ein. Der Liga-Präsident mag es nicht, wenn man ihn warten lässt. Bitte begib dich daher unverzüglich zum Restaurant. Alles klar. Dann lassen wir den Liga-Präsidenten doch auch gar nicht so lange warten. Willkommen im Restaurant Wellenflucht. Du bist ein männliches Servole, oder? Weil deine Hörner, oder was das sein soll, nach oben gehen. Beim weiblichen gehen sie nach unten. Das weiß ich. Oh, Sanya ist auch da. Ah, David, komm, lass uns deinen Sieg gebührend feiern. Ach was, dich hat er also auch eingeladen? Oh, ihr kennt euch? Na wunderbar. Aber setzen wir uns doch erstmal. Kilton ist berühmt für seine delikaten Meeresfrüchte. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Draußen sitzt eine Windkuhl. Da lege ich euch ans Herz, eine der lokalen Köstlichkeiten zu probieren. Aber mal ganz unter uns. In diesem Restaurant schmeckt eigentlich alles ganz vorzüglich. Wie geht es übrigens Professor Magnolica? Ich hoffe doch bestens. Ich habe ihrer Forschung viel zu verdanken. Ihr wisst schon, die Technologie hinter den Dynamax-Bändern, mit deren Hilfe man Pokémon riesengroß machen kann, von meiner Firma. Aber ohne Professor Magnolicas Forschung über die Wunschsterne wäre das nie möglich gewesen. Ich weiß nur, dass ihr das Dynamax-Phänomen immer noch Kopfzerbrechen bereitet. Sie hat offenbar noch viele Rätsel zu lösen. Sie denkt immer nur an ihre Forschung. Als ich zu meiner Reise aufgebrochen bin, hat sie mir sogar einen Energiequellendetektor in die Hand gedrückt. So versessen ist sie. Ein Energiequellendetektor. Das sind diese Geräte, mit denen es erstmals ermöglicht wurde, Energiequellen aufzuspüren. Mit anderen Worten, also Orte, an denen dank eines erhöhten Aufkommens von Galarpartikeln Pokémon dynamaximiert werden können. Dass Professor Magnolica so frustriert ist, höre ich gar nicht gerne. Ich würde alles tun, um ihr zu helfen. Sanya, du sollst dir unbedingt einmal die Schatzkammer von Claw City ansehen. Ich bin davon... Ach verdammt, jetzt habe ich das einfach weggeklickt. Mann, weil ich mir die Nase putzen wollte. Geheimnis des Dynamax-Phänomens in der Geschichte dieser Region begraben liegt. Ich werde dafür sorgen, dass Fräulein Sanya Einlass gewährt wird. Und verzeihen Sie mein Drängen, Rose, aber Ihr nächster Termin wartet. Schon? Aber ich hatte doch noch gar keine Chance, mit David zu sprechen. Nun gut, so bedauerlich es auch ist. Es lässt sich wohl nicht ändern. Es war mir ein Vergnügen. Ich weiß ja, dass er es gut mit mir meint, aber diese Schatzkammer klingt nach viel Arbeit. Na, wenigstens sollte ich dort ein paar neue Anhaltspunkte für meine Forschung über die Legende finden. Ich habe gehört, dass du dir den Wasserorden erkämpft hast. Glückwunsch. Kate zu besiegen ist kein Kinderspiel. Hier, nimm als Belohnung diese TM. Heimzahlung, okay. Alvin einem Drache für einen besiegten Mitstreiter. Wurde in der vorigen Runde ein Mitstreiter besiegt, steigt die Stärke. Das klingt natürlich nicht schlecht. Kate und ich sind gut befreundet. Vielleicht sollte ich mal bei ihm vorbeischauen. Bis die Tage, Arena Challenger. Du kannst mich auch beim Namen nennen. Rose kommt ab und zu inkognito hierher. Aber trotzdem wissen alle Bescheid.
Ja, dann funktioniert das irgendwie nicht so ganz. Aber meinetwegen. Ah. Du hast jetzt den Pflanzenorden und den Wasserorden, stimmt's? Als nächstes müssen wir Carbo besiegen, den Arenaleiter von Engine City. Aber ich habe brandheiße Insider-Infos über Arenaleiter Carbo für dich. Er legt nämlich gerade in der Galar-Mine 2 ein Sondertraining ein. Wenn Carbo nicht in seinem Stadion ist, zieht uns fürs Erste nichts nach Engine City. Warum schauen wir nicht mal in der Galar-Mine 2 vorbei? Sondertraining ist genau mein Ding. Alles klar. Ja, und für Feuer werde ich dann Aquana brauchen. Wobei es mir natürlich lieber wäre, wenn Aquana eigentlich noch eine zweite Wasserattacke lernen würde. Ich könnte ihr natürlich Kaskade beibringen. Das wäre zumindest eine Idee. Ja, das ist ein weibliches sehr wohl. Da gehen die... diese Felldinger oder was das sein soll, die Ohren oder Hörner oder so, gehen nach unten. Mal kurz nachschauen. Ne, okay, aber Stampfer noch nicht gelernt. Das bedeutet, hier ist es schon mal nichts. Aquana hat nicht zufällig eine Wasserattacke, die es nochmal nachträglich erinnern kann, oder? Nein, aber Sternschauer. Wieso hat es denn Sternschauer nicht drin? Sternschauer ist doch besser als Rückzugheb. Und Biss können wir statt roten Schlag nehmen. So, dann hat es doch direkt schon mal bessere Attacken. Dann schaue ich jetzt gleich mal, wie stark Kaskade ist. Whirlpool ist 35 Stärke, 85 Genauigkeit. Kaskade, 80 Stärke, 100 Genauigkeit. Das ist schon mal gut. 80 Stärke ist was Ordentliches. Ja, ich habe ja 3 Stück, da kann ich das ruhig mal verwenden. Aquaknache kann nämlich nur 40, dann ist er schon direkt doppelt so stark. Hat die gleiche Trefferquote. Dann werden wir wieder Aquaknache als Allrounder-Attacke für alles Mögliche verwenden und Kaskade für Attacke gegen starke Gegner. Ist das noch irgendwas Wichtiges? Jetzt haben wir ja Kate besiegt. Sag mal her. Ja gut, ich hatte gehofft, es wären jetzt schon Hyperbälle dabei, aber zu früh gefreut. Aber Pokebälle, Pokepuppen könnte ich jetzt kaufen. Muss aber jetzt nicht unbedingt sein. Komm, bevor wir in die Mine gehen, da haben wir dieses Onyx hier unten, das auf uns wartet. Wait, hier ist auch ein Watthändler? Habe ich das gerade richtig gesehen? Stimmt, hier war auch ein Watthändler, oder? Nee, du bist aber neu hier. Guck mich nicht so mit offenem Mund an. Tauchball. Psychoschock. Hitzekoller. Psychobeißer. Na gut, ich habe jetzt eh keinen Watt, deswegen. Für den Fall, dass Onyx nicht mit dem Flottball gefangen wird, hätte ich gerne Footballer. Wieso ist hier kein Onyx? Als ob Onyx jetzt nicht hier ist. Na gut, die Nester haben sich auch noch nicht aktualisiert. Mal kurz nachschauen. Hier ist auch ein Watthändler? Irgendwo hier hinten soll angeblich einer sein.
Also, ne, weiter da oben ist das dann wahrscheinlich. Den Jask. Jetzt haben wir natürlich wieder das falsche Pokémon da. Oh, dich hätten wir auch vorher schon fangen können. Gut zu wissen. Ninjask ist cool. Aber ich muss sowieso noch nach einem Nenkadas suchen, damit ich auch Ninjaturm bekomme. So, jetzt kommt Mark auch endlich auf Level 25. Das hat er ja beim Kampf versäumt, weil er gestorben ist. Lauscht man längere Zeit seinem Gesang, löst er dauerhafte Kopfschmerzen aus. Es ist so schnell, dass es beinahe unsichtbar zu sein scheint. So schnell, dass es beinahe unsichtbar ist. Wenn man zu lange hört, bekommt man dauerhafte Kopfschmerzen. Hm. Vielleicht sollte ich mir mal Gedanken machen. Vielleicht habe ich ein Ninjask bei mir im Haus. Könnte passen. Ich sehe es nicht und das würde meine Kopfschmerzen erklären. Läuft hier zufällig ein Ninkada rum? Ah, du, dich habe ich eben bei Kate gesehen. Ich fange ich jetzt mal. Schallquapp. Jetzt kann ich erst versuchen, sowas wie Superbälle direkt zu werfen. Ich werde einfach bei den Flottbällen bleiben. Dafür habe ich ja jetzt genug geholt. Man sagt, wenn es auf Wasseroberflächen schöne Kräuselwellen zu sehen sind, liege das an Schallquapp, die unter Wasser schrill rufen. Meinetwegen. Nein, danke. So ein Kätzchen möchte ich jetzt nicht nochmal. Da reicht mir das eine. So, das war von der Karte her gesehen über diesem See. Ja, okay. Dann muss ich weiter nach hier unten. Richtig. Genau, Wonnenwiesen. Das heißt, hier muss irgendwo ein Watthändler sein, angeblich. Ist der Wipfelscheidenwald. Wie stark bist du? Wow, es wirkt extrem stark. Das ist schlecht. Keifel können wir also noch vergessen. Ja, mit Level 33. Aber Zwillicht können wir jetzt fangen, oder? Das war doch auf 28, 29, sowas in der Richtung. Meine ich. Hä? Ah nein, der Wipfelscheinwald wäre das gewesen, wo ich hin wollte. Oh, bin ich doof. Nicht die Wonnenwiesen. So, irgendwo hier im Wipfelscheinwald müsste ein Watthändler sein.
Lieber Mentos, kann ich mir vorstellen, dass das auch noch zu stark für uns ist. Was finde ich sonst noch rum? Oh, aber Pupanze könnte ich mir fangen. Es ist halt auch so schwach. Ich hatte die Pokémon zu sehr überschätzt. Ich bin einfach noch viel zu sehr gezeichnet vom ersten Mal, als ich das gespielt habe. Da bin ich direkt in Onix reingerannt, wurde besiegt und dann bin ich rumgelaufen und bin anscheinend immer dort gelandet, wo die starken Pokémon waren. Ach, oh Mann. Es bewegt sich, indem es auf seinem Fuß kreiselt. Vereinzelt sieht man auch Pupanze, die dies kopfüber tun. Da steht einer. Ah, der hat Finsterbälle. Vollsturm, ja. Psychokinese ist gut, aber das lernt es ja von sich aus auch noch. Ansonsten halt Finsterbälle ganz cool. Jetzt nicht so das Wichtigste. Ich suche nach Eisstrahl. Das wäre halt wirklich noch. Turm. Zutatenverkäufer. Und ich sehe, da ist niemand. Es sitzt des Giganten. War ich auch schon bei dem Wattehändler? Ich glaube schon. Der hatte Heilbälle, oder? Ludwigsee, Engine Flussufer. Im Brückental, die Buddelbrüder. Da habe ich aber keinen Watthändler gesehen. Ansonsten muss ich halt am nächsten Tag schauen, dass einer von denen, die ich bis jetzt schon besucht habe, nochmal Eisstrahl hat. Weil jetzt werde ich eh nicht genug Watt zusammenbekommen. Ich kann mir schon vorstellen, dass Eisstrahl so 8000 Watt kostet. Zwirllicht, jetzt bitte. Jetzt muss es doch was werden. Ja, jetzt kann ich es fangen. Neunundzwanzig, aber gerade so an der Grenze. Das ist jetzt schlecht. Also, solange du bei Horrorblick bleibst, soll mir das recht sein. Oh, Nachtnebel. Oh. Wir arbeiten uns voran. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Das war's mit vorbei da. Ja, Superball ist jetzt beste Chance, glaube ich. Das gefällt mir nicht. Ich will es jetzt auch nur ungern besiegen. Ich weiß nicht, wie stark Ackerknarre ist. Okay, das sieht noch gut aus. Verdammt. Pokéball ist zu schwach.
Flottball wird nichts bringen. Nestball auch nicht. Köderball nicht. Ich kann nur Heilball oder Freundesball jetzt mal probieren. Ich werde mal mit Heilball probieren. Probieren jetzt noch mal ein kleines bisschen Wert zu schwächen. Nur kein Volltreffer, bitte. Okay. Das hat uns jetzt vor eine ganz schöne Aufgabe gestellt, das Zwillicht zu fangen. Aber Zwillicht ist ein ziemlich cooles Geist-Pokémon. Mag ich sehr gerne. Auch das erste Mal aufgetaucht in der dritten Generation in Saphir und Rubin. Man sagt, es suche sich unartige Kinder und verschleppe sie nachts an einen unbekannten Ort. Geist-Pokémon haben immer so düstere Pokédex-Einträge. Wenn wir hier sind, wir können noch mal gegen das Kleptifuchs hier kämpfen, wenn es immer noch dasselbe ist, damit wir die Belohnung daraus zumindest abstauben können. Unlicht ist zwar effektiv gegen Psycho, aber Fee ist effektiv gegen Unlicht. Oh oh. Viren und Bedrohungsschutz. Achso, Zusammenfassung von Windows Defender. Ja, meinetwegen. Ich dachte gerade schon, was war das denn jetzt für ein Geräusch? Haben wir denn noch alles? Restaurado. Ich habe jetzt gesehen, dass die oben links alle noch stehen. Ich habe jedes Mal aufs Bild geguckt. Ja, Pikachu und ich weiß nicht mehr, wie das andere heißt. Mit Feuer. Ja, da ist jetzt auch nochmal gestanden. Egal. Ich weiß nicht, ob es irgendwie an der Uhrzeit liegt oder so, wenn die Nester sich aktualisieren. Oh, warte, das war ich nicht mal. Ja, okay. So viel dazu. Next Try. Warum wurde diese Attacke nicht aufs Deutsch übersetzt? Alle Attacken werden immer aufs Deutsch übersetzt, aber bei Next Strike steht nicht Nackenschlag. Warum? Ach jetzt. Jetzt gehen wir nicht auf die Nerven, du Katze. Lass mich vorbei. Was war denn hier nochmal? Typ normal, da kann ich nicht viel machen, da wäre Kampf ziemlich gut. Das dorthin war dann vermutlich nochmal ein Watzapf, so wie ich das richtig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich schaue mich auch nebenbei nochmal um, ob ich noch irgendwas sehe, was ich fangen könnte.
Kevin haben wir ja schon gelernt, dass das nichts wird. Jedenfalls noch nicht. Ja, na gut. Wie stark bist du denn? Vermutlich bist du noch etwas zu stark für mich, oder? Ja, gegen WhatsApp komme ich an mit Vulnona. So. Das müsste auch noch recht leicht sein. Ich glaube, erst die nächsten Nester, die auftauchen, wenn sich das nochmal aktualisiert, dann werden da stärkere dabei sein, die sich auf meinen Sieg der zweiten Arena mit konzentrieren. Aktuell sind sie noch auf die erste Arena getrimmt. Du wirst so stark sein, oder? Nein, es klappt. Zumindest laut dem Text. Du bist auf Level 26. Sieht gut aus. Ach, natürlich. Ich glaube, ich muss ja auch noch ein paar Superbälle kaufen. Irgendwie. Aktuell ist das nicht so gut. Als ob. Leck mich doch. Ich hau ab. So ein Dreck, ey. Komm bloß nicht auf mich zu, ja? Ja, genau. Nee, du hattest auch nichts. Von nicht sonderlich Wichtiges. Hier, was ist denn das mit der Rotom Rally? Zeitfahren ist ja gar nicht meins. Okay, das geht. Bekomme ich was dafür? Erfassen 283. Startsitz des Giganten. Zieltreffpunkt. Schau, du bist im Ziel. Glückwunsch. Du kannst jederzeit aufs Neue versuchen. Rotom Rally abgeschlossen. Hier als kleine Anerkennung. Donnerwelle. Hm.
Okay, und 112 Watt. Könnte mehr sein. Eins machen wir noch, bevor ich die Folge beende. Hier zum Wipfelscheinwald, oder? Wo? Ach, da unten, verdammt. Na gut, die Zeit wäre besser gewesen, wenn ich mich einmal nicht verfahren hätte. Und 18 Watt. Echt? Sonst nichts mehr? Kein TM? Okay. Damit bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Folge von Pokémon Schwert. Bis dann.